Okay, Iran erklärt Saudi-Arabien den Krieg. Ui. Schiiten gegen Sunniten. Ja. Wer waren nochmal die Schiiten? Das waren die Iraker, ne? Die Iraner. Die Iraker sind, glaube ich, auch Schiiten. Schiiten, nein, Sunniten meine ich. Sunniten. Also, was denn jetzt? Also, wer ist jetzt Sunnit und wer ist jetzt Schiit? Saudi-Arabien müssten Sunniten sein. Iraker auch, aber die sind jetzt gerade nicht beteiligt. Und die Iraner sind Schiiten. Also, okay, also geht es jetzt Schiiten gegen Sunniten. Genau. Also, Saudi-Arabien gegen Iran. Verstehe auch nicht, wie man sich um Religion kloppen kann. Ja. Blöder Schluss. Ist halt die Frage, ob die jetzt auch wegen der Religion machen oder ja, einfach so, weil sie Nachbarn sind. Ja, aber trotzdem, weil ich alleine schon mehr drüber nachdenke. Ja. Das ist mir so zu blöd als gesunder Mensch. Hätte ich auch keine Lust drauf. Ganz ehrlich, für Gott sterben, Gott kann mir den Arsch lecken. Also so, wenn es darum geht. Und wir sind den Kreuzzug an. Also ich meine, das muss man auch gelernt haben jetzt so aus der Geschichte. Also auch jetzt die Länder im Nahen Osten sollten nochmal gelernt haben, dass so Religionskriege jetzt nicht bedeutend förderlich sind für die Entwicklung. Was ist jetzt hier? Oh, Panzer. Interessant. Moment. Nee, ich muss erstmal das Lager kaputt machen, was da ist, bevor sich das noch wieder zurückzieht, wenn die Zeit angehalten ist. Und hallo, und Johann. Moin, Jonas. Ja, Johann. Ach Mist, nicht Jonas. Leid. Sorry. Irgendwo geistig momentan wäre nicht ganz auf der Spitze. Auf der Höhe. So, darf ich jetzt endlich mal hier feuern? Oder ist er jetzt nah genug dran? Ja, endlich. So, einmal feuern und was haben wir hier? Rebellen ziehen sich zurück. Dann Saudi-Arabien erklärt Iran den Krieg und sie stellen ein Ultimatum. Und die älteste Person meint, wir leisten gute Arbeit. Gut. Schön, jetzt wollte ich einen Zwischenstand haben, wie es denn den Puntländern geht. Ein Panzer, 18 Pickups, die werden einfach nicht kleiner. Also der Romion erwähnt gerade, dass die im Nahen Osten jetzt im Stadium sind, in dem wir vor 500 Jahren waren. Also tatsächlich, einige Parallelen kann man so ziehen, finde ich auch, muss ich zugeben. Mhm. Also es ist tatsächlich sehr ähnlich, weil wir Katholiken und Protestanten haben uns ja damals auch ziemlich gekloppt. Ja. Wo ist es nicht? Wir sind auch ordentlich in der Wäsche gegangen, bevor wir miteinander klarkamen. Der 30-jährige Krieg ist jetzt so 400 Jahre her bald. Der würde in 2 Jahren ausbrechen, wenn wir im 17. Jahrhundert leben würden. Ja, schon. Also so nach dem Motto, die müssen ihre eigenen Entwicklungsphasen auch durchmachen. Andererseits kannst du sagen, bei uns war das ja so, also wir kannten das ja nicht anders. So, neu war Kacke und Kacke wurde bekämpft. So nach dem Motto. Also theoretisch müssten sie ja wissen, dass es auch anders gehen kann. Ja. Weil die ja jetzt auch andere Beispiele haben. Also ich meine, wir waren ja da als technologischen und gedanklichen Vorreiter. Ja. Wenn du von China absiehst, weil wir von China nicht bedeutend viel wussten. Genau. Ja, ist ja, die Frage, warum sie sich da kein Beispiel nehmen wollen. Oder warum so viele sich da kein Beispiel nehmen wollen. Das sind ja nicht alle. Ja. Klar, du hast halt so Staaten, die ja schon moderner sind. Mhm. Zum Beispiel die... Ja gut, die Türkei kann man jetzt auch nicht mehr als Vorzeigestaat nehmen, ja, das ging mal, aber... Ja, jetzt, wo ich gerade sagte, muss ich auch drüber nachdenken, welchen Staat kann man da jetzt meinen. Vielleicht ein bisschen Tunesien? Weiß ich nicht, kenne ich mich jetzt so schlecht aus. Ja. Also ich verlange ja auch vom Keim, dass er irgendwie seine Kultur oder so aufgibt, aber so ein bisschen friedlicher, das wäre ja schon nicht schlecht. Was ist eine Kultur wert, wenn man die Menschenrechte missachtet? Die Feststellung. Okay, ein Panzer, 11 Pickups. Okay, gut. Das wollte ich noch. Gerade, wir werden hier gerade angegriffen. Los auf die Leute drauf und ihr Panzer auch drauf. Und warum sage ich das eigentlich nicht gleich in Raketenwerfern? Die können doch gleich so viel schöne Sachen machen. Die feuern einmal und dann sind sie weg. Warum bin ich nicht früher auf die Idee gekommen? Okay, derweil ist hier ein Lager aufgetaucht. Dann haut das mal bitte weg, wenn ihr gerade in der Gegend seid. Nein, nicht auf... Nicht auf die Leichen schießen. Schießt auf das Lager. Da hat man mehr von. Bumm, weiter geht's. Da oben, da sind immer noch ein paar Lager. Ich bin froh, dass sie noch nicht verschwunden sind.
Daromion sagt, Menschenrechte unterscheiden sich aber auch von Kultur zu Kultur. Ja, stimmt allerdings. Das ist auch wieder. Die Definition davon ist auch wieder tatsächlich unterschiedlich. Ist die Frage, ne? Was? Nur so ein grober Rahmen. Menschliche Würde ist unantastbar. Also was heißt denn das jetzt genau? Auch sehr vage formuliert. Ja, das ist allerdings ein Argument, weil die Frage ist, in den anderen Ländern, in den muslimischen Ländern, die halt einen schlechten Ruf haben, was Menschenrechte angeht, bei denen sind dann, ja, womöglich oder wahrscheinlich die Leute auch so eingestellt oder ziemlich sicher sogar viele Leute so eingestellt, dass sie einfach der Meinung sind, das muss so, die Menschenrechte müssen in der Hinsicht, also was heißt, Menschenrechte müssen missachtet werden, aber halt die Menschenrechte so wie die westlichen Länder sie kennen, die wollen wir so nicht. Die halten wir für falsch oder so. Und was? Oh. Wir sind gerade getötet worden. Was? Wir jetzt? Persönlich? Ja, wir als Mensch. Warum? Wodurch? Wie das? Einfach so. Aus dem Nichts. Wahrscheinlich wegen der Beliebtheit. 22%? Das bringt doch kein Oben. Also aus meiner Erfahrung. Nee, es ist einfach passiert. Und auf einmal. Okay, dann der letzte Zwischenspeicherstand, das ist jetzt kein Problem. Das war jetzt ja ohne große Ankündigung. Dann müssten wir mal irgendwie noch eine Möglichkeit finden, die Beliebtheit zu erhöhen. Ja, grundsätzlich schon. Aber das irritiert mich jetzt, das ist mir so nie passiert. Aber es läuft die Zeit einfach weiter. Aha. Dass ich bei über 20% da so... Iran erklärt Saudi-Arabien den Krieg, also so viel Zeit haben wir jetzt verloren. Okay, also Sekunde, jetzt erstmal um noch bei den Zuschauern hier zu kommen. Max erwähnt, dass es hier wohl eher um Macht und eine Machtfrage ist, also das im Nahen Osten statt Religion. Da Romeon ergänzt, das war schon immer, muss ich auch sagen. Also im Endeffekt war es ja auch eine Sache wieder zwischen Kaiser und Fürsten, ne? Wer hat die Macht in Deutschland? Dann... Habt ihr euch mit der Wahl in Frankreich auseinandergesetzt? Was haltet ihr davon? Ne? Ist halt dasselbe wie fast überall in den westlichen Kulturen, sage ich jetzt mal, wo viele Menschen mit der Demokratie irgendwie unzufrieden sind. Ne? Also, nur dass halt in Frankreich natürlich schlimmer ist. Ne? Mit Le Pen haben die ja sowas, was die Front National ja ein bisschen salonfähiger gemacht hat als die AfD hier. Wenn du hier sagst, du bist AfD-Wähler, dann sieht das Ganze natürlich immer schon ein bisschen anders aus, als wenn du da hinten sagst, du bist Front National-Wähler, was da gefühlt der Dritte ist. Also ich sag mal, also Frage ist halt immer nur, wie weit können diese Parteien regieren? Also beim Front National wäre ich da schon, die sind wahrscheinlich regierungsfähiger, in Anführungszeichen, als die AfD. Ja, das denke ich auch. Deswegen ich mir da sogar mehr Sorgen machen würde. Der Front National konnte ja auch schon eine gewisse Erfahrung sammeln, die gibt es ja schon eine Weile. Ja, eben. Also, wenn das Petri plötzlich Kanzlerin wird und weiß ich ganz genau, dass es nicht lange bleibt. Wahrscheinlich. So, wir sollten uns überlegen, wie wir denn jetzt am besten mal Beliebtheit kriegen, damit wir nicht schon wieder aufgespießt werden. Ja, das ist richtig. Weil ich fest überzeugt bin, dass das gerade noch Zufallsprodukt war. Na gut. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir jetzt wegen 22% Beliebtheit uns man jetzt aufspießen will. Also, sorry, beim besten Willen, aber... Ja, gut. Wenn, dann müssen wir... Das war ja dann aufgespießt, war irgendwas wegen Landwirtschaft. Ne? Da müssen wir gucken, dass man sich vielleicht mit den Jungs aus der Landwirtschaft ein bisschen besser stellt. Dass es vielleicht nur eine Interessensgruppe ist, die wir ein bisschen vernachlässigt haben. Ja, wir haben die ja schon finanziert, subventioniert, ne? Die Feststellung. So, dann Max sagt, Flughafen und andere Investitionen und sowas. Also zum Thema Geld ausgeben, das ist ja hier sehr problematisch. Also ja. Sobald wir Geld ausgeben, kriegen wir richtig jetzt auf den Latz, wegen öffentlichen Finanzen minus. Das geht überhaupt nicht. Und dann ergänzt er noch, make communism great again. Ja. Ja, das gut, ist echt der Wahlspruch des Grauens, ne? Make America great again. Das größte Problem, was wir jetzt haben, ist halt, dass wir kein Geld ausgeben können, ohne dass die Leute uns noch mehr hassen. Also wenn wir uns Geld ausgeben... Das erfordert hier tatsächlich ein bisschen Improvisationstalent. Ja.
Geld ausgeben, hat das hier genau den gegenteiligen Effekt. Deswegen würde ich erstmal, also bevor wir uns darüber in den Kopf zerbrechen, ich würde es tatsächlich erstmal so ein bisschen laufen lassen. Also wenn wir wieder aufgespießt werden, dann muss ich das ja auch akzeptieren, aber ansonsten sage ich das mal Zufallsprodukt. Wir haben gerade einige Lager aufgedeckt, weil wir Informationen übermittelt bekommen haben. Schon mal ganz schön. Ja, weil das Ding ist einfach, also grundsätzlich wegen unserem Antiterrorkampf, den wir hier betreiben, die ganze Zeit steigt ja in der Tendenz unsere Beliebtheit eigentlich immer. Wenn wir Erfolge feiern, ja. Das ja, wir kriegen nur manchmal eins auf den Latz, weil wir zwischendurch irgendwelche streikenden Leute haben oder so, oder irgendwelche Aufstände oder so. Da kriegen wir zwischendurch jetzt auf den Deckel. Also generell steigt das ja eigentlich. Weil wenn du es ja auch in dieser hier Dings gegen Beliebtheitsskala mal eben anguckst, wenn du da auf deinen Männekinder gehst, dann müsstest du ja auch sehen, dass das grundsätzlich steigt. Mhm. Warum wir meint dann erhöhen Steuer? Ja, also wir müssten ja eine Steuer finden, über die sich die Leute freuen. Darum hat ja schon mal die Pornografiesteuer vorgeschlagen, wenn sich die Leute darüber freuen. Also wir können das gerne mal in der Umfrage zur Debatte stellen. So ist es nicht. Ja, aber allgemein finde ich die Idee gut, eine Steuer zu finden oder zu suchen, über die sich die Leute freuen. Weil es gibt ja Steuern, die mögen die Leute. Ich weiß jetzt nicht auswendig, welche das sind, aber über irgendwelche freuen sie sich. Also Abholzungssteuer, dann schade. Könnte sein. Es sei denn, das sind so Wirtschaftsfans, die meinen, oh nein, das wird uns alle in die noch größere Armut führen. Wenn wir auch noch jetzt die, obwohl, Forstwirtschaft in Somalia, ich weiß ja nicht. Naja, den kann man vielleicht nicht wehtun. Das Brennholz wird teurer. Ah, schon tragisch. Darum lehnt es jetzt weit aus dem Fenster, sagt Make More Great. Ja. Ich hätte beinahe korrigiert, dass das Again überflüssig wäre, aber das steht ja gar nicht da, also ist schon alles richtig. Ja, bin ich auch für hier, Leute. Groß angelegte Kampagne, ne? Wisst Bescheid? Genau. Wir haben hier ja große Ziele gesetzt, ne? Unser Publikum wird ja hier nur bestens unterhalten. Ich erinnere ja nur an Vorproduktion wegen Weihnachten. Also, jetzt haben wir was für euch getan, jetzt seid ihr mal dran, ne? Allen Freunden, Bekannten sagen, hier, Mo, gute Unterhaltung, abonnieren. Naja, ist Geschmackssache. Ja, du weißt, wie ich das meine. Ja, Max kommt jetzt mit ganz kritischem einen Schritt in Richtung Demokratie. Hilfe. Ja. Gut, also ich mache jetzt mal erstmal die Lager platt, die hier sind. Ja, da freuen sich Leute hoffentlich drüber. Wie viele haben sie denn noch? Einen Moment. Naja, ich hätte die anderen nicht weiterfahren lassen sollen. Ich schau mal nach. Einen Moment. Die Symbole werden immer weniger. 1633 Kämpfer. Eine Resolution, die mir jetzt die Sicht versperrt. Die einstimmig angenommen wurde. 3 Panzer, 20 Pickups. So, und jetzt erklärt China dem Iran den Krieg und Syrien und Weißrussland und Nordkorea. Syrien? Und der Vater des Präsidenten ist die gestorben. Oh, Begräbnis. Das bringt Beliebtheit. Ah, vielleicht. Das Paket wurde ein Panzer bekommen. Na, jetzt hängt er wieder, weil er wieder lädt, weil er wieder was berechnet. Aber jetzt können wir vielleicht mal auf das letzte Lager, was hier oben liegt. Vor allem, nee, ist nicht das letzte, da war irgendwo noch eins, wenn das nicht in der Zwischenzeit auch noch verschwunden ist. Sehr schön. Und, ja, da ist es noch, sehr schön. Dann fahren wir mal dahin, das ist auch schön gefüllt. Bis zum Zerbersten. Aber ihr wartet mal ein bisschen, ihr Raketenwerfer. Habt mal ein bisschen Geduld, ne? Das Spiel hängt jetzt die ganze Zeit immer ein bisschen. Das ist ein bisschen blöd gerade. Es ruckelt.
Ist ja Also schön. enorme Belastung, Ne. in seinem ganzen Zynismus äußert sich mal wieder hervorragend. Glückwunsch zu den 8 Zuschauern, ganz YouTube schaut zu. Ne, wo? Yeah. Was? Wieso bewegt sich der Raketenwerfer nicht? Grrr. Der Panzer und also die Panzer und die Raketenwerfer, die bewegen sich einfach nicht. Die bleiben einfach nur stehen. Die haben zwar ihren Wegpunkt gesetzt und wollen da auch hin, aber also der Pfeil ist ausgefahren sozusagen, aber die bleiben stehen. Na okay, jetzt fahren sie. Und jetzt bleiben sie wieder stehen. Einfach so. Ohne Grund. Ich muss sie ständig neu losschicken, weil sie immer wieder einfach so stehen bleiben. Irgendwie Unser Eingesch. bis heute. Ja, der Wurm drin. Ja, genau. Das trifft. Ja, und seht zu, dass sich die Truppen wieder sammeln. Danke fürs Ertragen des Videos für heute. Kannst du mir bitte sagen, ob dich das Filmchen freut? Daumen hoch und runter, die stehen dafür bereit. Und Kommis machen munter, die lese ich jederzeit. Kommst du zu der Entscheidung, du willst da mehr von sehen? Dann kannst du zur Beschreibung und zum Abo-Button gehen. Und fandest du es scheiße, war's deine Wahl der Qual.